Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Stream. Hoffentlich kriegen wir heute Venom freischalten, ey. Dublei, servus. Ah, oder wieder nicht. Prozent. Los? Das ging schnell. Irgendwas gefunden? Zwei Dinge. Diese bewaffnete Gruppe nennt sich Jäger. Und sie sprechen mit Akzent. Generatoren sind grün. Die Basis? Internationale Söldner? Das war auch mein Gedanke. Könnte gutes Material für deinen Artikel sein. Ich setze mich dran. Danke. Oh, apropos Arbeit. Ich habe Harry zugesagt. Das ist toll. Wir können später feiern, wenn dein aktueller Job erledigt ist. Unbedingt. Bis dann. Mach Pause. Viel Ausrüstung. Als gäbe es einen Krieg. Warteschön. Zwei Ansätze melden sich nicht mehr. Und die Spinne wurde bei euch gesichtet. Bestien bereit machen. Ja, Craven, sofort. Craven, ist ihr Anführer? Wo wurdest du rekrutiert? Alaska. Ich habe Wilderer in den Parks gesucht, aber ich war strenger mit ihnen, als meine Chefs wollten. Nach dem sechsten Vorfall wurde ich, wie hieß es noch, beurlaubt. Also habe ich ihr Büro abgefackelt. Gut. Hab mich danach in meiner Wohnung versteckt und auf sie gewartet. Aber dann kam Craven, hat mir eine richtige Jagd angeboten. Und jetzt bin ich hier. Schlaf einfach. Bitte. Na gut. Was hast du denn? Das ist die richtige Position nicht. Leg dich mal hin. Brain, ein wunderschön. Momentan nicht. Momentan nur YouTube. Und wenn wir Musikstream machen demnächst, dann auf Kick. Ich hatte auf Twitch eine ganze Weile gemacht, die Gaming-Streams, aber Twitch hat mir dann ein bisschen übertrieben mit Werbung. Man konnte halt nicht viele Sachen einstellen, das war dann halt ein bisschen doof. Doch. Das ist ja auch noch einer.
Träum süß. Gut. Oh Gott. Oh. Wird so schmusig, Katerchen? Wir sehen uns. Das sind alle. Was haben Sie vor? Hallo? Überwachungsvideo des Ansitzes von vorhin. Es gibt wohl noch andere in der ganzen Stadt. Ich schicke das Genki. Er kann bei der Suche sicher helfen. Was jagt Craven? Und warum? Ja, ist geladen. Ich komme auch gleich. Die Besten brauchen den richtigen Geruch. Macht sie hungrig. Hast du auch Hunger? Noch einer weniger. Oh, für mich? Das ist ja lieb. Oh! Oh, stabil und flexibel. Ich könnte... Cool. Dann teste ich mal mein neues Spielzeug. Die Basen sind aktiv, die Ansitze gesichert. Die Tarnfelder funktionieren. Gut. Senkrechtstarter. Fangdrohnen. Munition. Verpflegung. Ein paar Lieferungen fehlen. Schau beim Rangiermeister vorbei. Oder sonst... Halt! Was ist das? Bessere Ausrüstung als die meisten Armeen. Craven muss reich sein. Oder einflussreich. Oder beides. Eins, zwei, drei... Ja, fünf, na sechs. Gut. Aber seit wann interessiert Craven sich so für Pflanzen? Ich habe mal gesehen, wie er mit dem Zeug in seinen Beuteln einen Jäger vor dem Tod bewahrt. Er lässt sich einfach nicht von der modernen Medizin einschränken. Das erklärt einiges. Wie meinst du das? Kein Mensch ist so stark. Nicht von allein. Das liegt am Fokus. Er kennt nichts als die Jagd. Würdest du dich ein bisschen mehr auf dich selbst konzentrieren? Könntest du auch so stark sein? Vielleicht. Stick hat mir den falschen Knopf gedrückt. Netze!
Wollte eigentlich drei Okay. Kotten. Wohin jetzt? Scheint der einzige Weg zu sein. Alle ausgeschaltet oder was? Gestern Abend haben Sie gesehen, dass bald der Vulkan am Ausbrechen ist. Welcher? Der im Yellowstone oder? Gott Wetter, einen wunderschönen guten Abend. Ein Forschungslabor? Italien. Italien ist auch ein Supervulkan. Tante May war so stolz auf ihre Arbeit bei Feast. Dann hat Lee es ordentlich vermasselt. Hoffentlich war nicht alle seine Werke verdorben. Eine Dämonenmaske. Lees alte Gang mit Superkräften. Hoffentlich macht Craven das mit seinen Jägern nicht nach. Das ist die Tiare Apetahi. Eine der seltensten Blumen der Welt. Ihr Extrakt hat ziemlich starke medizinische Eigenschaften. Ich wollte sie vor Jahren als Gegengift gegen Skorpion einsetzen, aber hatte kein Geld für den Flug nach Rayatea? Craven wohl schon. Halluzinogene. Vermutlich das Schlimmste an Skorpions Gift. Wenn Craven sie in seinem Arsenal hat. Oh. Haben Sie Ihre Waffen an dieser Rüstung getestet? Wow. Und kein einziger Kratzer? Fast eine exakte Nachbildung. Hat sie wohl auf Schwächen überprüft. Bei Skorpion muss man vorsichtig sein. Moment mal. Na, sieh mal einer an. Es ist meine Meinung. Zeit. Geplant. Für ungefähr 30 Stunden hoch. Ich würde sagen, wenn die Story geil ist und es fesselt, soll ja immer intensiver werden. Hat der Sony, war nur an das. Ich weiß nicht, vor 3 Jahren oder so hat dort der ehemalige Sony-Chef gesagt, hier kürzere Spiele, nicht so lang, damit die Spieler dann noch was anderes spielen können, aber dafür intensiv. Heftige Erdbeben waren, ich hab nicht gegen nichts, kein Radio, kein gar nichts. Also ein Witcher ist ja auch geil, aber ich sträube mich bei Witcher echt wegen der Länge. Ich kann nicht über Monate hinweg in und dasselbe Spiel für euch hier streamen. Weil das ist einfach dann zu lang. Ich mag es auch eigentlich eher, wenn die Story schön lang und packend und sowas ist, aber ich kann ja immer nur abends zocken und wenn ich da 200 Stunden brauche, um ein Spiel durchzuspielen, ist momentan schlecht. Hey MJ, ich habe noch einen Namen für dich. Craven. Er ist hier wohl der Boss und veranstaltet irgendeine Art Jagd. Craven der Jäger. Was jagt er? Auf jeden Fall hat es mit Scorpion und Lee zu tun. Kannst du dir mal diesen Craven ansehen und Miles darüber Bescheid geben? Schon dabei. Pass auf.
Ich hatte befürchtet, Lee wäre ausgepowert, nachdem er so lange gefangen war. Aber Mann, er ist wie eine lauernde Viper. Steht in seiner Akte. Gargan kam als Jäger zur Welt. Lee ist nach dem ganzen Wahnsinn mit seinen Eltern zu einem geworden. Kaum etwas treibt uns so sehr an wie Rache. Wann hat er sich zuletzt richtig ausgetobt? Vor 2 Jahren? Ungefähr, als die Spinne ihn schnappte. Einer wie er muss darauf brennen, sich an jemanden... Da war was. Der Final no era nada. Da ist es wieder. Nichts. Komisch. Was ist da drüben los? Jäger, K.O. Verstärkung zu mir. Schlaf schön. Spider-Man ist hier! Oben! Eröffne das Feuer! Ziele sind wie sie! Ich brauche Antworten, nicht ständig noch mehr Fragen. Das könnte klappen. Okay, Craven. Wonach suchst du? Moment. Scorpion und Lee auf einer Jagd kann ich verstehen. Aber Black Hat ist eine Diebe. Italien ist doch gar nicht so weit von uns. Ich verstehe. War ja auch betroffen. Verdunklung und alles. Mit dem Benehmen gewinnst du keine Hundeschau. Uah.
Brava und Puma. Roboter. Ich will auch so einen. Ich auch so einen. Programmieren um. Ich will auch einen. Die Zähne haben es in sich. Endlich! Ich habe mich schon gefragt, wann der Tierschutz aufkreuzt. Fuß! Umdrehen! Stell dich tot! Ziel im Visier! Eine Frage! Jetzt, wo ihr da seid, was jagt Kraven? Vielleicht kann ich helfen! Befreit mich! Wo willst du hin? Und da ist noch einer. Macht mich los! Hört mal! Es wäre für alle viel einfacher, wenn mich mal jemand aufklärt. Kraven jagt die größte Angst des Menschen. Mehr musst du nicht wissen. Ah, also jagt der Misserfolg? Intimität? Clowns? Es sind Clowns, oder? Die braucht doch eh keiner. In MSN steht noch einmal angucken. Die Entwickler von Spider-Man 2 machen über Qualität statt Quantität Games. Über Game volle Geschichte. Ja. Das Einzige, was mich an Spider-Man momentan, wie gesagt, ich bin ja gerade mal bei 19%, wirklich stört, ist, dass ich weiß, dass ich bei 19% bin und bald dann irgendwann bei 100% sein werde. Das ist das Einzige, was mich stört. Die Kamera immer noch so dunkel. Hä, hey, ich hab die geschraubt. So. Wird klar sein. Aber ich hoffe, dass es da auch wieder DLCs geben wird. Was habt ihr bewacht? Geil, ich spinne mal jetzt. Also es ist nicht wahr, was ich jetzt erzähle. Ich habe auch nichts gehört oder irgendwas dergleichen. Nichts. Nur mein Spinnerei. Spinnerei. Hm. Nur meine Spinnerei, wie gesagt. Hm. Beim ersten Teil gab es Spider-Man und dann gab es ein Spin-Off mit Miles Morales, was nicht so lang war. Also, ja, Spin-Off, hm. Im zweiten Teil ist Spider-Man und Miles Morales zusammen. Was ist denn, wenn der Spin-Off Venom ist? Ja, also wir kriegen den DLCs hier und wir kriegen noch ein Spin-Off-Spiel in der gleichen Stadt. Venom. Wo wir Venom spielen. Und wenn beim dritten Teil vielleicht Spider-Man und Venom irgendwie so, oder Miles Morales und Venom irgendwie, oder so Dreier. Oder halt, dass wir dann praktisch ein drittes Spider-Man-Spiel bekommen mit Baden wieder. Vielleicht Ghost Spider dazu oder so. Und ein neues Spiel mit Venom als Hauptcharakter. Weil Venom ist ja im Sony-Universum, weil Venom gehört ja Sony. Also, wie erkläre ich das? Viele wissen es ja nicht. Also, Marvel, die Firma, die die Comics macht, gehören für die Comics alle Superhelden. Aber damals, Marvel stand mal kurz vor der Pleite und hat Lizenzen für einzelne Superhelden verkauft. Das heißt, Spider-Man und alles, was mit dem Spider-Universe zu tun hat, Spider-Man, Kraven the Jäger, Otto Octavius, also Dr. Octopus, Grüne Kobold, Gelbe Kobold, Venom, Carnage, Scorpion,
Der Geier, Sandman. Oh Gott. Hier die Fledermaus, Dingsbums hier, wie heißt er? Wo ich nicht auf den Namen komme. Ich weiß aber nicht, ob Iceman und Firestar, weil die hatten ja damals auch Spider-Man and Friends gehabt, die gehören Sony. Und deswegen gibt's, muss Sony auch alle naselang einen Spider-Man-Film machen, weil das ist irgendwie in den Lizenzen drin, so, alle so und so lang muss es einen Spider-Man-Film oder irgendwas mit Spider-Man geben. Sonst verliert Sony die Rechte an Spider-Man. Und die gehen dann wieder zu Marvel zurück. Also zu Marvel Studios, weil Marvel Comics und Marvel Studios sind ja wieder eins. Also die wurden ja, lange Geschichte. So, aber Fantastischen Vier und Dingsbums, die haben ja, wem haben die gehört? Ach Gott, Paramount nicht. Ach, wem haben die denn gehört? Die haben Disney denn aufgekauft. Disney hat ja Marvel Studios gekauft und hat sich Marvel Studios einverleibt. Ja, und hat dadurch die Rechte an den anderen Marvel-Sachen. Außer an Fantastischen Vier, X-Men. Gott, was war das noch? Da waren es nur die X-Men? Haben die Warner gehört? Nee, wem haben die denn die gehört? Ach, Scheiße. Der hat einen ganz grottenschlechten Fantastischen Vier-Film. Der hat aber niemals das Kino erblickt. Den haben sie nur gemacht. Der sieht ganz grottig aus. Da habe ich ein paar Bilder dazu gesehen und Videos, kurze Videosequenzen gesehen. Auch Captain America. Ganz, ganz grottig. Das haben sie auch nur gemacht, damit sie Geld drin pumpen. Damit das halt, der muss nicht mal rauskommen. Einfach, die haben einen Film gemacht, muss nicht mal rauskommen. Rechte bleiben bei denen. Ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer hat denn die Rechte an weil deswegen kann, also Fantastische Vier und X-Men, wem haben die Rechte gehört? Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wem die Rechte gehört haben. Jedenfalls gehören die jetzt auch Disney. Und somit hat Disney die Rechte auch. Problem ist, dass die Verträge zu den Filmen Wolverine, X-Men, hast du nicht gesehen, die Darsteller, praktisch Dr. Xavier oder Wolverine, die haben die Filme gemacht, Wolverine hat gesagt, vorbei, jetzt ist, aber der Vertrag von ihm sagt, wenn nochmal ein Wolverine gemacht wird, steht da drin. Ja, also wenn nochmal, also ist er die erste Wahl und muss die erste Wahl sein und so ist der Vertrag, deswegen wartet Disney jetzt ab, bis die ganzen Verträge ausgelaufen sind und erst dann wird praktisch wahrscheinlich auch bei Disney Fantastische Vier und Wolverine wieder auftauchen oder in Universe einkehren. Müssen wir mal gucken, wie sie es dann machen, weil die haben ja jetzt schon so ein bisschen geteasert mit bei Kamala Khan haben sie so ein bisschen, sie ist mutiert, deswegen ist sie so stark, also da war denn schon das erste Mal Mutanten mutiert drinne und dann war ja auch bei What If, war ja auch Dr. Xavier mit bei und von der Fantastischen Vier der Ene, das sind alles so kleine Dinger, aber noch geht's alles nicht. Oh, warte mal, wo stehen die? Oh! Was? Die Kartons stehen da, weil ich sie zurückschicken muss. Da sind Hosen drin, die nicht passen. Ja, und warum kaufst du so viele? Warum? Ja, um zu gucken, welche passt. Sind auch fast alle die gleiche Größe. Mal größer, mal kleiner. Und trotzdem passen von denen, obwohl sie gleiche Größe sind, nur vier Hosen. Okay. Verschiedene, ist alles Kipo and Bags, aber verschiedene Modelle und... Von den einen Modellen passen sie, von den anderen Modellen nicht. Gleiches Motiv, aber... Andere, ist alles gleich, bloß die sieht ein bisschen anders aus. Da mal mehr übernäht, da mal alle drum und dran. Nein, die sind alle gerader Schnitt. Alle bloß mit doppelt, dreifach übernäht. Dicke Nähte, hast du nicht gesehen. Oh. Verschiedene Modelle. Und davon von einige passen und ja, aber die meisten nicht. Du solltest fragen, wenn du wieder zurückschickst. Was? Da soll der Postbote kommen und das abholen.
Das schicke ich doch nicht. Ich habe schon mit Otto telefoniert. Das schicke ich doch. Wie soll ich nicht wegkriegen? Da soll der Postbote hierher kommen und das abholen. Deswegen habe ich mit der Frau telefoniert. Ich habe jetzt 4 rausgesucht und dann muss Patricia noch entscheiden, welche davon behalten wird. Aber ich habe noch mal 2 bestellt. Die sind auch ein bisschen billiger. Die kosten nur 30 oder 40 Euro, haben sie runtergesetzt. Dass ich endlich mal wieder Jeans habe. So, Moment, wo war ich stehen geblieben? Grüß dich, Onin. Hamza, ein wunderschön. Weißt du vielleicht, ob man bei der PS5 einen Ordner erstellen kann? Wie bei der. Jein! Ja, du kannst Ordner erstellen, aber nein, nicht wie bei der PS4. Das geht nur in der Bibliothek. Die wollen mit Venom einen Spin-Off machen. Geil, das wäre war jetzt nur Spinnerei von mir, aber ich hab echt jetzt? Hast du schon was gelesen? Ich hab noch nichts gelesen. Alan Wake 2 hat 79 GB, nur das geht ja. Sascha, moin! Der Ordner von Nintendo Switch sind dieselben wie bei PS5. Von Nintendo Switch? Ja, gleich wie bei. Die Ordner, ich stehe jetzt. Jetzt stehe ich. Bin echt überrascht, dass Alan Wake 60 Euro kostet, hab mit 80 gerechnet. Deswegen gibt es ja kein Release auf Disc, damit sie den Preis halten können. Achso, okay, weil benutze selten meine Switch, weil benutze das die PS5. Alan Wake Entwickler haben gesagt, machen lieber digital, damit günstiger. Genau. Also, ich nur mal um es kurz zu zeigen, du gehst hier, also hier kannst du kein Ordner erstellen. Du kannst Spiele anheften, auf Startseite fixieren. Ja? Dann ist das Spiel hier immer vorne, oder hier, das können wir auch fixieren, an Startseite fixieren. So. Selbst wenn ich jetzt ein anderes Spiel starten würde, wären die beiden immer hier vorne. Das kannst du machen. Kein Ordner. Ordner kannst du auch nicht hier bei installierten Spielen machen. Da kannst du halt nur hier sortieren. Plattform, ABC, nach Namen jetzt suchen, das ist ja neu. Aber bei deiner Sammlung. Hier sind alle Spiele, die du jemals gekauft, PlayStation Plus, obwohl PlayStation Plus hier oben auch nochmal extra ist. Dauert wieder, lädt halt eher ewig hier. Nur kurz warten. Weil wenn du irgendeinen PlayStation Plus Titel suchst, da sind alle deine PlayStation Plus Titel drin, seit du PlayStation Plus bist, die du aktiviert hast oder halt, ja, also alle, die du aktiviert hast. Ja, und da findest du die hier alle. Kannst du aber auch nur sortieren, kein Ordner machen. Und bei deiner Sammlung hast du alles drin. Alle Spiele, die du jemals gekauft hast, ob PlayStation Plus, mit PlayStation Plus Rabatt, ohne Rabatt, egal, alles ist hier zu finden. Und da kannst du dir hier Ordner machen. Ja. Hier habe ich noch drin, was ich noch an. Achso, das habe ich ja schon angezockt. Das auch. Ach nee, das ist kaputt gegangen. Das muss ich nochmal neu anzocken. Das habe ich ja schon angezockt. Hier kannst du dann halt Spiele reinmachen, kannst du dann halt sortieren. Nach Alphabet und so. Ja, und da kannst du halt auch ganz einfach sagen, wenn du jetzt auf irgendein Spiel gehst hier rauf und sagst dir zur Spieleliste hinzufügen, neue Spieleliste erstellen und die nennst du da und machst du dann halt, was machen wir noch rein? Machen wir mal Assassin's Creed rein. So, hinzufügen und die Spieleliste nennen wir gerade und dann S für Let's Plays. So. Sortieren nach ABC. Bumm. Und dann hast du hier die Spielliste. Hast du die beiden Spiele drin.
falls sie vorne mal nicht drin sein sollten. Ja, und da kannst du dann halt hier Spielelisten erstellen. Aber hier vorne geht's halt nicht. Ich habe bei Nintendo Switch noch keine Ordner erstellt, ehrlich gesagt. Ich habe mich damit nicht so beschäftigt, ich habe ja auch nicht so viel drauf. Aber die Nintendo Switch basiert ja auf einem anderen Betriebssystem. Also ich habe auf Twitch gelesen, dass DS mal gucken. Peacewalker. Das war ein Peacewalker. Peacewalker war 3, glaube ich, war. 3 habe ich nicht gespielt. Ich habe die auf der PS1, auf der PS2 habe ich gespielt. Das auf der PS3 habe ich nicht gespielt. Und dann erst ab PS4 wieder. Scorpion. Blackhead. Martin Lee. Blackhead. Dieser Craven stellt ein ordentliches Team zusammen. Will er die nur jagen oder will er ein Team machen? Ja, nur Jens, du nicht. Was du drauf hast? Es hieß, du wärst ein Killer. Stell dir meine Enttäuschung vor. Doch jagen. PSP. Na, die hat auch nicht gespielt. Ich sag mal, lieber für die Leute, die halt auf der PS3 God of War nicht gespielt haben, oder ja, die erst bei PS4 oder PS5 dazu gestoßen sind, auf die Jagd noch von den PS3-Spielen noch ein paar Remakes machen. Die Beute. Oder beziehungsweise nochmal eine Collection aufleben lassen von PS4. Ich habe ja auch gelesen, dass Lollipop Chainsaw einen zweiten Teil bekommen soll. Also haben wir jetzt wieder, okay. Nee, Sascha. Nee. Wo bist du? Bist du bereit? Underground 1, ernsthaft? 2. Mein Date ist gleich hier und du surfst im Web? Undercover. Carbon Most Wanted als Collectors Edition mit einer besseren, okay. Mit einer verbesserten Grafik zum Einstieg. Ihn wirklich mögen, hä? Und dann Underground 3. Aber nicht so ein Scheiß, was sie jetzt abgeliefert haben. Oder so, oder wo denn die Kamera zu dicht am Arsch im Auto ist. Nein, so Underground wie damals war. Wo man auch richtig Kofferraum, Farbe vom Licht tun konnte, die ganze Scheiße, was man eigentlich gar nicht braucht. Und auch wieder mit Bullenjagen und sowas alles. So richtig geil. Und nicht so ein Scheiß, wie sie jetzt gemacht haben.
So wie bei Metal Gear. Wenn man so richtig schöne Collection macht mit den alten geilen Teilen und dann halt halbes Jahr später Underground 3. Dann können sie Undercover 2 machen, Most Wanted 2, Carbon 2. Hey, ich habe eine Basis von diesen Safari-Piraten gefunden. Oder Jägern, wie sie sich nennen. Und ich weiß, wie ihr Chef heißt. Craven, er hat Scorpion umgebracht und hat noch eine ganze Liste Superschurken. Warte, was? Heißt das Lee? Ich weiß nicht. Es ist eine lange Liste. Vor diesen Leuten muss Marco uns gewarnt haben. Sie haben Sandman gejagt. Unglaublich. Und Felicia steht auch auf der Liste. Black Cat? Deine Ex? Genau. Sie wird meine Warnung in den Wind schlagen. Aber vielleicht hört sie auf jemanden, der unbelastet ist. Wenn MJ dir ein paar Adressen mitteilt, könntest du dich dann darum kümmern? Wird gemacht. Danke, Mann. Ich brauche einen klaren Kopf, aber melde dich, falls was ist. Und wir werden Lee finden, Miles. Versprochen. Dauert wohl noch, bis MJ anruft. Mal schauen, was draußen abgeht. Ja, sollte ihr eigentlich mal, haben sie ja... Und dann doch nicht. Ich sollte ein paar Jägerverstecke suchen. Heutzutage kaufe ich nicht mehr. Ja, die sind alle. Das ist alles nicht mehr so gelbe vom Ei. 300? Ach komm, machen wir jetzt mal das. Ich bin ja auch damals kein Rennfan gewesen, aber Underground und Undercover und Carbon und Most Wanted vor allen Dingen. Wurde denn halt über diese neue Emily May Stiftung gesehen. Die Bullen halt verfolgen, man muss das dann so. Oh. Okay, sitz und bleib. Spider-Man, wir sind noch nicht fertig mit dir. Echt jetzt? Noch mehr? Vorsicht! Kontrolle von Menschenmengen klingt auch gut für meinen Lebenslauf. Hey Miles, ich habe ein paar Adressen, die Pete erwähnt hat, von Black Cats verstecken. Bin zuerst unterwegs. Pete hatte recht. Das ist ein Jägeransitz. Vielleicht finde ich heraus, ob in der Nähe noch eine Basis ist. Du hast angeblich einmal Craven herausgefordert? Stimmt das auch? Vor ein paar Jahren. Ich war dumm. Ich habe nicht verstanden, was er mit uns vorhatte. Er hat mich ganz leicht geschlagen. Aber du hast überlebt. Nur weil ich ihm ein Fischhalluzinogen verabreicht habe. Das hielt 30 Stunden lang an. Nachdem... Moment. Hier bewegt sich was. Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Was denn? Ah, oh, da sind zwei drinnen.
Da drüben! Ich bin an ihm dran! Netze! Und nicht aufwachen. Schon wieder. Was ist das? Hier ist nichts. Oh, hab ich dich. Hab ich auch. Jetzt auch. Danke für deine Kooperation. So, hier sind 1, 2, 3, 4er. Spider-Man! Bin ihm auf der Spur. Wir sind bereit! Wo die Basis ist. Schlag härter zurück. Hat einer von euch Verstärkung gerufen? Nicht cool. Der kommt. Gib jetzt nicht auf! Nichts halten lassen! Raven wird sich freuen. Scheiße. Ein Traum. Ja, EA übernimmt halt einmal Firmen und dann diktieren sie denen irgendwas auf, dann läuft das Spiel nicht und machen sie dicht. Das ist scheiße. Wo guckst du denn, dass du das immer noch auf der Playstation? Gibt es da vielleicht ein YouTube-App-Update mittlerweile? Der hatte heute seine 5 Minuten, ist den Kratzbaum hoch und runter. Der hat, glaube ich, schon gedacht, der fällt hier um. Aber sonst momentan, der liegt doch viel und pennt. Der ist ja auch schon, der ist ja Baujahr 2008, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. So ist es besser.
Dach sind mehr Jäger als gedacht. Du siehst müde aus. Niemand gesehen, oder? Das muss er sein. Ich hab was gehört. Ich sehe nach. Licht. Wieso gleich Nachrichten, Leute? Gib mir ein bisschen. Muss jetzt. Kann ich den auch so beeinflussen? Gemeinsame Nacht. Gut. Das ist ja ohne Ina. Dem nichts. Hab ihn! Ganz oben! Verstärkung? Echt jetzt? Allein werdet ihr nicht mit mir fertig? Gar nicht. Scheibenkleister. Mist. Tablet. Da musst du gleich mal das Android, achso, das wird ja wieder iPad sein oder so. Ja, habe ich gelesen, 79 GB. Aber ich kurz mir sowieso erst, wenn ich hier mit dem Bein durch bin, vorher kauf ich's nicht. Das bringt nichts. Spider-Man ist weg!
Ja. Hier drunter. Gucken wir aber noch. Oh, so dicht aneinander hier. Und so blinkt das doch auf, dass ich das. Ich drücke jetzt einfach mal 4 die ganze Zeit. Ab und zu blinkt das ja kurz auf. Spider-Man! Scheiße, da war noch einer. Wo kommt der denn her? Ich habe ihn im Visier. Er verschießt. Ich sehe ihn. Oh, nur noch 2er. Ich schieße! Ich komm da schon raus! Wird das weg? Oh. Wo ist er denn? Ah, da drüben. Ziel im Visier! Was haben die bewacht? Komm her, erzähl mir was. Eine Karte der Basis. Ob ich herausfinden kann, was mich dort erwartet? Wenn ich das Relais deaktiviere, können Sie keine Verstärkung rufen. Cool. Du warst also in 2 anderen Ansätzen? Mario, einen wunderschönen guten Abend. Ich sollte zu den anderen Ansätzen. Vielleicht führen Sie mich zur Basis. Hey, Miles. Ich habe ein paar Adressen, die Pete erwähnt hat, von Black Cats Verstecken. Bin zur ersten unterwegs. Danke für das Angebot. Felicia könnte Pete überrumpeln. Ich weiß, du bist mit deinem College-Aufsatz beschäftigt. Keine Sorge, für Spider-Man-Aktionen habe ich immer Zeit. Wir müssen wohl beide an unserer Work-Life-Balance arbeiten. Ich sitze an meiner Story über die Jäger. Könnte mir den Job retten. Aber ihr beide? Was mit Scorpion passiert ist und die Sache mit Lee? Ich kann mich wegen ihm nicht konzentrieren. Lass dich nicht davon auffressen. Konzentrier dich auf die aktuelle Aufgabe. Das ist nicht alles. Bei der Sache mit Liebe kam ich neue Kräfte. Sie sind blau und seltsam. Mit Spinnenkräften kenne ich mich nicht so aus. Könnte es am Stress liegen? Du machst eine Menge durch.
Aber du bist nicht allein. Selbst Pete und ich sind uns nicht... Oh, merkt ihr das? Wo wollen sie hin? Es wird noch jemand verletzt. Befreit mich! Was schon noch gerade? Nee, ich kann immer nur abends für ein paar Stunden. Bitte nicht spoilern. Hi nochmal. Ich habe ein paar neue Kräfte. Sie sind blau und seltsam. Mit Spinnenkräften kenne ich mich nicht so aus. Könnte es am Stress liegen? Du machst eine Menge durch. Aber du bist nicht allein. Selbst Pete und ich sind uns nicht im Klaren. Ein Schritt nach dem anderen, oder? Wir finden ihn. Ich weiß. Danke, MJ. Und Miles, Vorsicht bei Felicia. Du kannst dir nicht trauen, egal was sie sagt. Warne sie vor den Jägern und bring sie aus der Stadt. Verstanden. Ich gebe Bescheid, wenn ich dort bin. Die haben bestimmt Infos über die Basis. Kein Ton vom anderen Ansitz. Muss nichts heißen. Die umliegenden Gebäude haben dort viele Störungen verursacht. Nein. Die Spinnen sind endlich auf dem Weg zur Basis. Sie werden bald hier sein. Freust du dich auf eine bestimmte? Die, die zuerst angreift. Ich wusste, dieser Job ist was für mich. Ihr seid erledigt! Ziele sind Visier. Mache ich euch so viel Angst, dass ihr Verstärkung braucht? Ziel im Visier. Er hat mich! Okay. Ich sollte mich mal umsehen. Ich schau nur mal kurz rein. Was ist noch in dieser Basis? Oh, der ist zufällig. Die Netze können da helfen. Weiß noch nicht, wo die Basis ist. Noch ein Ansatz übrig. Eine goldene Kiste.
Spider-Man! Du entkommst uns nicht! Ihr könnt keine unsichtbaren Verstecke in New York haben! Runter, Spider-Man! Aufgepasst! Komm schon runter! Los, schneiden! Ziel erfasst! Hat einer von euch Verstärkung gerufen? Nicht cool! Lasst ihn nicht! Wechsle die Position! Geschosse im Anflug! Boom. Der letzte Ansatz. Ich muss da rein und... Mein Harlem? Die werden bald sehen, dass ein neuer Shogun in der Stadt ist. Musst du mir heute unbedingt mal zwei Colas kochen. Nach den letzten Tagen und jetzt immer wieder mal, ich habe immer noch eine Flasche, noch nicht mal aus. Immer noch die erste Flasche. Ah, ekelhaft. Richtig ekelhaft. Muss ich mir mal eine richtige Cola gönnen? Oh. Das ist die alte Schule, die meine Mom saniert haben will. Da ist ihre Basis. Okay. Haben wir hier noch was? Jemand muss Ihnen sagen, dass die Schule hier längst aus ist. Schule. Oder? Das nehmen wir auch noch mit, wenn wir hier oben sind. Bevor wir Hauptstory machen. Bereit, dich in der Jägerschule einzuschreiben? Die gehen in meine Schule. Die harte Schule des Lebens. Uff. Das ist übel, Miles. Sorry. Das war Teil meines Spinnentrainings. Zumindest zahlen sich die Infos aus. Hier verbessern sie alle Waffen für ihre Fahrzeuge. In meinem Block sicher nicht. Diesmal schalte ich diese Basis aus. Süße Träume. Hier bewegt sich was. Hab dich, Kleiner. Ihr spielt nicht nur herum. Ich auch nicht. Ziel gesichtet. Ja.
glaub, die bin ich los. Wo ist der? Hat ihn wer gesehen? Das gewünschte Schläf. Danke für deine Kooperation. Finde die Konsole und schalte die Geschütze aus. Erlischt. Ich kümmere mich um das Ungeziefer. Die Spinne! Ich hab ihn! Ziel gesichtet! Verstärkung gerufen? Nicht cool! Im Visier. Noch zwei Geschütze übrig. Ich schieße! Mist! Du hattest keine Chance. Du hast ein to play. Dann muss aber irgendwas mit dem Tablet nicht in Ordnung sein.
das SSD. Ihr spielt nicht nur herum. Ich auch nicht. Ich glaube, die bin ich los. Dein Glückstag. Finde die Konsole und schalte die Geschütze aus. Zum Glück bin ich nicht du. Zwei Geschütze übrig. Nur noch ein Geschütz ist übrig. Verstärkung? Echt jetzt? Allein werdet ihr nicht mit mir fertig? Ziel gesichtet! Einfach schlafen.
Der will uns Angst machen! Netze! Spider-Man ist hier! Folgt dem Geräusch und find da oben! Es ist die Spinne! Er greift hier! Passt auf! Und bist du nicht gewachsen! Los, das hast du trainiert. Ausweichen! Vermeidet die Netze! Fehl im Visier! Mist, wieder nicht. Hab mal nachgeschaut. Nochmal Update gewesen. Nochmal. Wenn ich die sehe, dann sag dir Bescheid. Wo sie findest du aktuell? Spider-Man besser. God of War, ja. Die beide verschieden als God of War. Ist halt mit dem Sohn und. Ah, das ist schwer zu sagen. Klar, Genre sind sie gleich, aber ich gehe nicht nach Genre. Genre ist Schall und Rauch. Ich gehe nach dem Spiel, was mir da geboten wird. Und die haben beide eine geile Story. Da haben wir Vater und Sohn, da Spider-Man und Lehrling. Hier kannst du schleichen, weil God of War gehst halt. Ja, brachial meistens drauf vor. Ja, also. Kann man so nicht vergleichen. Sind beides echt extrem geile Spiele. Zeit fürs Bett. Oh. Du bist der Nächste. Ach, da war ja noch einer. Dein Glückstag. Spinnen erweisen sich als würdige Gegner. Genau deshalb müssen wir diese Waffen auflösen. Stärkere Werkzeuge für stärkere Beute. Je früher wir ihre Einmischung beenden, desto früher erhalten wir unsere Finde die Konsole und schalte die Geschütze aus.
Was ist denn los? Das kam aus dem Nichts. Der Bereich ist sauber. Weiter zum nächsten. Noch zwei Geschütze übrig. Ein Geschütz ist übrig. Heute findet er sein Ende. Otra vez? Wir sind ganz sicher. Ihr spielt nicht nur herum. Ich auch nicht. Oh yeah! Du hast die Geschütze gegrillt! Jetzt seht ihr alt aus, Trottel! Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Unsere Zeit ist gekommen, Jäger. Wisst ihr vielleicht? Ich
durchchecke. Spider-Man ist hier. Oben. Nächste Position. Den die alle kaputt kriegen, ey. Ist nicht dein Glückstag. Wir könnten Besuch haben. Er hält nicht lang durch. Deckung steht. Vielleicht über uns. Ich sehe was. Spider-Man, oben! Verstärkung gerufen? Nicht cool! Haltet ihn am Boden! Trapp ihn! Boah, scheiße, ey. Was ist denn für ein fettes Viech hier, ey? Ziel erfasst. Glückstreffer.
Jetzt habe ich ihn, du dumme Sau. Kommt zu mir! Da, die Spinne ist über uns! Feuer frei! Ich bin gleich raus aus! Neue Position! Ich komm nicht weg! Gesehen, wo er hin ist? Wir sind allein. Sei meine Freundin. Hältst du dich für schlau? Nada. Laut der Basisdaten von den Ansätzen ist hier noch ein anderer Raum. Vielleicht finden wir weitere Infos zu den Jägern. Damit kann ich arbeiten. Mal sehen. Oh, eine verschlüsselte Datei. Sascha. Lass ab von dieser Obsession. Komm zurück zu mir, solange uns noch Zeit bleibt. Unsere Zeit ist vorbei, Geliebte. Und deine Kinder? Sie werden andere bluten lassen, um unser Imperium zu übernehmen. Die Jungen müssen sich ihren Platz erstreiten, wie alle anderen. Sie werden mich als Hindernis ansehen. Dann musst du zuerst zuschlagen. Verbessern, aber ich glaube, ich brauche die Punkte dafür, was dann. Anzugtechnologie, genau. Und von 4 Heldenmarken, Scheiße. Heldenmarken. Heldenmarken. Punkt. Aufgeladene Sprung. Ja, Kraft. Bei der Antik. Ja, mit. Weiter. Anzüge. Ach, schon wieder neue Anzüge. Mal lieber auf.
Anzug finde ich momentan gerade ganz knorker. Wieso 5? 1, 2, 3, 4. Den habe ich doch. Machen wir die Varianten. Cravens vom. So, Peter. Uiuiui. Jetzt den an. Dann noch was Neues. 3 Stück. Achso, das ist der. Der und der. Den nehmen wir natürlich. Und die verschiedenen Varianten natürlich auch. Schade. Verschiedene Farben nur. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Spinne in verschiedenen Farben ist. Mal hier schwarz mit einer roten Spinne oder weißen Spinne oder blau. Ach, naja, nehmen wir den jetzt erstmal. Was machen wir mal? Jetzt hat man jetzt hier auch einen neuen Anzug. Scheiße, Alter, können wir ihm den hier auch verpassen. Und verschiedene Varianten. Wo finde ich jetzt Eddie? Ja, schwarz. So. Theater. Heldenpunkte. Heldenpunkte. Der Weg fertig. Die kriege ich noch nicht. Warum? Immer? Können wir auf Tag Team? Ja, Tag Team können wir zwischendurch machen. Ich mache jetzt erstmal. Kostet ein Punkt. Kostet auch ein Punkt. Nur den mal. Warum? Ah, okay. Philipp, ein wunderschönen, Marcel, ein wunderschönen. YouTube haut alles. Jetzt. Was? Letzte Woche war es viel besser. Und die F. Ja, komm. Gut. Ja, garantiert haut wieder irgendwas nicht hin mit den neuen Designs und was weiß ich. Die wollen halt neue Designs und auch mit dem Werbeblocker und so wollen sie einführen und. Ja. Geht nicht viel. Bei dir, Philipp? Weit bist du? Ich müsste jetzt mittlerweile bei 20% oder so sein. Also ich bin noch nicht so weit. Milie? Die hören sich cool an. Könnte irgendwann Ärger geben. Dann sollten wir uns um all ihre Basen kümmern, falls sie auftauchen. Noch irgendwas? Nee, hier ist nichts. Ja, doch, da. Nee, hier ist schon entdeckt.
Das übernimmt der andere Spider-Man. EMS also. Was geht ab? Muss ja. Muss, kenn ich. Wieder Neuland. Scheiße. Wartet mal. Ich bin noch was zu futtern schnell. Erstmal noch Bucht ab da bitte. Wenn das Zeug jetzt mal hierher holt. Muss ja alle. Kommt erst wieder, wenn. Erst. Ja, na, das, wie gesagt, to play. Ich weiß ja nicht, wann das ist. Den brauchen wir zum Kochen. Das ist momentan alles ein bisschen blöd, weil YouTube will ja jetzt den Werbeblocker da einführen. Dann wollen sie noch ändern. Also geh mir jetzt nicht auf den Keks. Lass es drinnen, geh mir nicht auf den Keks, habe ich gesagt. Sowieso alles. Jetzt ist bei Twitch Multistream erlaubt. Auch für Partner und so. Na, jetzt machen sie natürlich alle, die vorher YouTube im Rücken gekehrt haben, weil Twitch ja so toll sein soll. Ja. Kommen sie alle wieder. Also nicht wieder, die machen einfach Multistream.
Jetzt geht's ja. Vorher die ganze Zeit über YouTube rummeckern und der Streamingdienst ist so doof hier und Twitch hat da viel mehr Möglichkeiten. Bla bla bla. Klar hat Twitch einige Sachen mehr als YouTube. Aber kannst du beschissen einstellen. Und zack, kaum ist es möglich. Bumm. Das ist jetzt kein Äußerum, das hat mir jetzt hier mal geholt. Havarti, der ist so ähnlich wie Esrom. Also sehr aromatisch. Also stinkt schön. Ich habe auch noch eine Packung Esrom. Muss mir dann bald wieder einen neuen holen. Ich habe ja auch die Games ausgelagert gehabt bei Twitch und hier noch Hangout gemacht gehabt, weil ich wollte den Kanal nicht so vollballern. Aber YouTube hat ja jetzt eingeführt, dass du die Videokategorie hast und dann halt noch einen extra Button halt für Livestreams. So spammt dir der Livestream nicht deine normalen Videos voll, also die Hauptseite. Finde ich ganz gut, die müssen halt noch irgendwie machen, dass man den Chat größer machen kann, die Schrift. Das Einzige, wo ich dann auswandern werde zu Kick, ist Musikstream und Reaction, weil die Reaction habe ich auf YouTube versucht, habe zweimal einen Strike gekriegt. Nö, mache ich jetzt hier nicht mehr. Heute. Ich bin heute früh. Um 9, wo Frauchen die kleinen Kindergarten gebracht hat. Nee, Quatsch. Heute hab ich sie gebracht. Morgen, mein Frauchen. Heute hab ich sie gebracht, weil Frauchen ja früh arbeiten war. Bin um 4 Uhr noch was hoch. Hab die Kleine übernommen, weil Frauchen sich fertig machen musste für die Arbeit. Dann war verpennt. Hab die Kleine um 9 in den Kindergarten gebracht. Aber haben trotzdem noch alles geschafft. Aber mit Zeitdruck. Dann bin ich zum Kollegen gefahren, hab da Kaffee getrunken und hab ihm beim Fire TV einrichten ein bisschen was geholfen und ein paar Apps empfohlen. Ja, dann Kaffee getrunken. Er hat sich dann bis 14:15 hingezogen, dann hab ich die Kleine aus dem Kindergarten geholt. Dann bin ich zu Penny gefahren, hab die diese Heftchen geholt, wo man diese Aufkleber einkleben kann. Wenn man bei Penny einkauft, die man dann kriegt. Weil die sind momentan Kuscheltiere und die Kleine will nur rochen. Keine Ahnung, was die Große will. Aber die Kleine will auf jeden Fall nur rochen. Und die habe ich dann zu meiner Mutter gebracht, weil die hat auch Familienangehörige und so, was weiß ich. Achso, nee, bevor ich bei meinem Kollegen war, war ich bei meiner Mutter noch einen Kaffee. Bin dann zu meiner Oma. Hab die zu ihrem Vermieter gebracht, weil sie was unterschreiben musste, weil die jetzt hier im Ort wieder wohnt und die war vorher ein paar Orte weiter. Aber ihr Macker ist ja verstorben. Da hat sie das Haus verkauft und ist dann halt hergezogen wieder. Und dann bin ich zu meinem Kumpel. Dann halt, wie gesagt, Penny. Die Kleine holt Penny. Dann zu meiner Mutter die Hefte hingebracht. Dann meine Freundin von der Arbeit geholt. Dann zu Lidl einkaufen. Hat ohne Weile gedauert. Also ich und meine Freundin. Und ja, dann habe ich hier einen Sonic-Film voll. Zeit zu verbracht, Hosen zu probieren. Und von den 40 Hosen, was ich bestellt habe, fast alle die gleiche Größe, haben 5 gepasst.
In den anderen haben sie dann obenrum super gepasst, aber halt Oberschenkel oder Unterschenkel nicht so richtig, weil es dann so eng war. Weil ich habe richtig dicke Oberschenkel und Unterschenkel von damals vom Fahrradfahren, weil ich viel Fahrrad gefahren bin. Und verliere die Muskelmasse auch nicht. Das ist auch ganz gut, aber bei Hosen ausdrücken echt beschissen. Wegen was muss ich jetzt aufpassen? Ist okay, Tuplay. Apropos Tuplay, da fällt mir ein, ich muss ja mal gucken mit meinem Tablet. Status. Ich bin schon wieder hochgegangen, war schon 88 wieder, jetzt bin ich, dann war ich 80. Jetzt bin ich gerade, Registrierung ist bei Warteschlange Position 84. Stelle. Naja, hoffen wir mal, dass wir mal das langsam gebacken kriegen. Und wie verbadisch. Wenn du meinst, so Disco und sowas alles, sowas mache ich nicht mehr. Aus dem Alter bin ich raus. Bin ja eher was ruhiger. Ich sitze lieber zu Hause und zocke. Oder guck mir einen schönen Film an. Oder mein bester Freund kommt vorbei. Wir zocken oder gucken einen Film. Meine Frau ist auch nicht so, also meine Freundin. Die sind beide nicht so Partymenschen. Willkommen zum Praxistest unserer hocheffizienten Batteriefahrräder. Super. Ach so. Wir möchten, dass Sie mit dem Rad durch 10 Kontrollpunkte fahren, um reale Akku. Wenn ich mal Zeit dazu habe. Gehen Sie zum Fahrradständer im Central Park. Ihr Ausweis gewährt Ihnen Zugriff. Ja, meistens nur alle, wenn ich zocke. Meistens halt auch nur abends. Das ist ein Job für den guten. Für sowas habe ich eigentlich, den Hangout. Jetzt kann ich eins dieser coolen, hochmodernen Dinger fahren. Im Hangout, wenn ich Freitag meinen Hangout mache, ja, jetzt ist es ja momentan so, oder ist ja Gott sei Dank jetzt so, dass ihr auch über PlayStation mitmachen könnt, beziehungsweise Handy, und dann schickt er zu PlayStation. Da könnt ihr ohne Probleme Freitag beim Hangout mit dazu stoßen und dann quatschen. Das ist dann wie sozusagen Party halt, ja. Also wenn du es so nimmst, dann ja, sowas mache ich. Kommt immer nur drauf an, ob die Leute sich dann trauen. Also diesen Freitag mache ich wieder Hangout. Abends. Oh, warte mal, ich will nichts zu viel versprechen. Ich weiß nicht, wie meine Frau arbeiten ist, aber ich glaube, sie hat da auch Frühschicht oder frei. Also Wochenende hat sie diesmal frei, weil sie hat ja schon 2 Wochenende im Monat gearbeitet. Also arbeiten muss jetzt das Wochenende nicht. Und ich glaube bei Halloween. Scheiße, heute. Ach nee, morgen ist jetzt der 25. Am 26. muss ich zum Zahnarzt. Wegen der Wurzelbehandlung. Aber ist alles okay jetzt. Ich denke mal, das kann er Ruhe aufmachen. Musst du jetzt auch keine Schmerztabletten. Also eine Weile musste ich sie noch nehmen. Jetzt nehme ich sie schon eine Weile nicht mehr. Jetzt sollte das eigentlich alle im grünen Bereich sein. Braucht er nicht nochmal durchstochern. Und so ein Zeug mit, und so ein Zeug drin, weil dreimal übernimmt wohl nur die Kasse oder so, hat er gemeint. Ja, aber scheint jetzt okay zu sein. Kann er jetzt ohne Probleme nochmal sauber machen, ganz in Ruhe. Und dann dicht machen und dann ist gut. Zugemacht alles. Und dann warten wir halt Dreivierteljahr, so in etwa. Und wenn in dem Dreivierteljahr nichts passiert,
Dann kommt da irgendwie eine Krone drauf oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Der muss ja sowieso nächstes Jahr oder so. Ich muss sowieso einen Angriff nehmen mit den drei fehlenden Zähnen, die ich habe. Ja, da sollen künstliche dann rein. Hier vorne müssen wir gucken. Also es könnte sein, dass demnächst, dass ich dann mal eine Weile ohne vorderen Zahn streame, weil wenn dann künstlicher rinnen soll, also wenn er wegplatzen sollte, weil er ist halt schon ein paar Mal gemacht worden, aber die Blombe bricht immer wieder raus. Und jetzt sind wir am Überlegen, wir pflegen das so lange, wie wir können, weil meine alte Zahnärztin da viel versaut hatte. Und wenn es nicht mehr geht, wenn da halt nur noch so ein Stumpen ist, gucken, künstlich irgendwie aufbauen oder so. Und wenn das halt auch nicht geht, dann hat er gesagt, dann ziehen wir den. Der muss jetzt aber alles verheilen. Also praktisch nicht nur das Zahnfleisch muss zugehen, auch der Knochen. Das dauert knapp ein halbes Jahr oder so, hat er gemeint. Manchmal früher, manchmal später. Das röntgen wir dann ab und zu und dann gucken wir. Und sobald der Knochen, das Loch, wo die Wurzel drin war, von dem Schneidezahn, sobald der zugewachsen ist, also nicht nur das Zahnfleisch, der Knochen muss zuwachsen, dann können wir einen künstlichen drin ballern. Na, dann passt es ja, Philipp. Dankeschön. Na, so ist ja alles okay. Also jetzt, ich hatte nur halt hier Ewigkeiten Probleme jetzt, dass die Schmerzen nicht weggegangen sind. Also der ist jetzt ganz tot, haben wir dann rausgestellt. Hat auch sauber gemacht alles und die Wurzel sauber, also ist ja nur eine Wurzel hier bei dem auf der Ecke. Hat den dann halt die Wurzel sauber gemacht und hatte trotzdem halt noch ein paar Tage Schmerzen, wo keine sein sollten. Aber jetzt ist alles okay. Jetzt habe ich, wie gesagt, am 26. habe ich Termin. Ich habe das Provisorium da nochmal aufgebohrt, alles. Nochmal sauber gemacht. Nochmal so ein Desinfektionszeug rumballert und so. Und dann wird es früh gemacht und fertig. Ups. Auf Fahrrad. Eigentlich kann ich Fahrrad fahren. Okay, los zum ersten Kontrollpunkt. Gleich komme ich an den Kontrollpunkt. MJ, Harry und ich haben tolle Shows im Park gesehen. Hey, das Schild ist eine gute Rampe. Fantastisch, das war ein cooler Sprung. Check. Hoppala. Wow, das ist nicht normal. Ich denke nicht, dass das Fahrrad ein eigenes Feuerwerk geben sollte. Das ist nicht sicher. Bei diesem Tempo überlädt die Batterie und explodiert. Ich muss es schnell zur Fahrradstation bringen, wo man die Ladung sicher entladen kann. Schnell jetzt! Vielleicht kann ich die Überladung durch einen Tempoboost ein wenig reduzieren.
Brücke ist blockiert. Ich muss irgendwie darüber. Das war verdammt knapp. Die Batterie wird sicher entladen. Aber Dr. Nguyen sollte wissen, dass ein Kurzschluss offenbar eine thermische Reaktion bewirkt hat. Wenn es nicht im Labor passiert ist, sind sicher die variablen Außentemperaturen schuld. Ich habe ein paar Ideen für die Wärmeregulierung. Ja, so 20, 30 geht's los. Immer nur ein paar Minuten variieren, wenn ich mit der kleinen Sandmann gucke oder keine Ahnung. Mir geht da halt vor. Den furchtbaren Ding, die... dieser Stadt passieren, sorge ich mich, dass die Leute ihr Zuhause nicht mehr verlassen wollen. Ihr Leben aufgeben. Aber heute nicht. Solltet ihr nicht in einer Sanduhr sein oder so? Ich muss den Sandkristall haben. Das war es jetzt wohl. Sie umkreisen mich, Mira. Für mich ist es klar und für viele von meinen Abonnenten ist es klar, aber für einige halt nicht. Hätte dir bei den Hausaufgaben. Und ich mache mir da keinen Halt mehr, wenn ich da 10 Minuten zu spät komme wegen Familie, dann ist es halt so. Das ist für mich hier kein Beruf, das ist für mich einfach nur Hobby. Ist es zu spät. Die Jäger haben ihn gejagt. Marco ist in ihre Falle getappt. Moment. War seine Freude? Kimia ist sein Kind? Warum wusste ich nichts davon? Und nicht alleine. Halt, wir sitzen und zocken. Oh, manche, wie der Spider-Man. Ihm geht's immer besser. Wäre geiler, wenn ich das alleine zocken würde, weil dann würde ich so ein Fernsehen spielen. Er ist sogar wieder. Mit 120 FPS sieht viel geiler aus. Gute Arbeit. Hab da ein paar Fotos gemacht, die werde ich auch demnächst. Ich muss mal gucken, die werde ich in irgendeine Cloud laden. Werde ich euch zur Verfügung stellen. Ich habe versucht, mich immer an die gleiche Stelle zu stellen. Dass man, und dass ich, da ich Blumen in den Blättern und in den Farben und Wasser drauf und den Anzug. So leichte Unterschiede erkennt man. Beim Spielen sieht man halt natürlich mehr Unterschiede. Kannst du jetzt nicht nur 120 FPS anmachen, kannst ja auch sagen hier, früher war es ja so, dass du halt 120 FPS nur ging, wenn du halt im Performance gemacht hast. Jetzt, ich habe bei mir ganz normal auf
Hab ich gesagt, 120 Hertz, würde ich haben, klar, mach mal. VRR an und... was hatte ich noch? Na, und HDR logischerweise, das ist ja automatisch an. Und hab aber hab dann halt Fotos so im Grafikmodus und im Performance-Modus gemacht. Und im Performance-Modus ist in dem Grafikmodus, da ist die Performance scheißegal. Da versucht er nur die Grafik zu halten. Da ist egal, ob wie viel FPS, Hauptsache es sieht geil aus. Und es macht das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Und im Performance-Modus versucht er halt die FPS hochzuhalten. Und da hält er auch stabil, also ich habe eine ganze Weile gemacht, hat er auch stabil die 120 FPS gehalten, laut meinem Fernseher. Ja, da kann ich ihm ja anzeigen, wie viele FPS gerade da sind. Das hat auch wirklich super geklappt. Und im Grafikmodus, hat er dann auch, wo ich dachte, ey, na gut, dann hat er da vielleicht 60 FPS, wenn überhaupt. Weil die meisten Spiele haben ja gerade mal dann 30. Harry Potter da auch 120. Nee, da hat Spider-Man auch 120 FPS. Geht aber auch mal runter auf 90 oder auf 80 und dann wieder hoch. Aber damit er überhaupt die 120 hat, im Grafikmodus, hätte ich jetzt nicht gedacht. Abo sind nicht alles. Nö. Ich hab die Avamedia. Ich hab mir die Avamedia damals geholt, weil das war die einzigste, die Elgato konnte halt 4K 60 FPS F2. Aber aufnehmen nur mit 30. Und die Avamedia war die einzigste, die halt auch mit 60 FPS 4K aufnehmen konnte. HDR natürlich. Jetzt müssen sie was einfallen lassen, damit mal auf 120 hochgeht und das VRR und allem auch unterstützt wird. Einbrecher sind gleich drin. Ich muss sie aufhalten. Spider-Man ist erledigt. Auf los! Schon vom fantastischen Spider-Man gehört? Sieh mal an! Spider-Man ist ein Fotofreak! Klick, klick! Whip, whip! Komm, dann kann man gleich mal hier durchschwingen. Ja, manche Dinge in New York kann man nicht erklären. Ah, da ist eine blaue Kiste. Das ist so toll daran. Na bitte. Also wie es aussieht, brauche ich diesmal die Verbrechen nicht. Nur die einzelnen Sachen.
Jäger kriegen Nachschub. Was passiert? Man kann wirklich alles in dieses Land bringen, wenn man es richtig macht. Ein Umzug? Ich hoffe, raus aus meiner Stadt! Vorsicht! Holt ihn da runter! Gefahr von oben! Achtung! Ich schieße! Achtung! Nicht dein Ernst! Irgendwie hoffe ich, dass es lustig wird. Ich denke mal, ich werde 100% versuchen. Ich könnte eine zweite Meinung bezüglich unseres gemeinsamen Freunds brauchen. Was hat Jonah diesmal verbrochen? Eigentlich komme ich mit ihm klar, aber in letzter Zeit scheint er mich auf dem Kieker zu haben. Du bist doch Veteran. Irgendwelche Tipps? Mit Jonah steht man immer auf Kriegsfuß. Lass dich nicht provozieren. Irgendwann lernst du ihn zu ignorieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Superkraft besitze, Spider-Man. Ich weiß, ich kann nicht an allen Fronten kämpfen, aber... Ach. Aber du bist Mary Jane Watson, Verteidigerin der Wahrheit. Eine viel coolere Superkraft. Aber vielleicht muss man auch mal nachgeben, um weiterzukommen. Keine Ahnung. Ich denk mal drüber nach. Danke, Parker. Jederzeit, Watson. Spioniert? Der Jäger? Nicht in meiner Nachbarschaft! Wann wird das Harmfeld wieder online sein? Da! Macht ihn fertig! Ich bin mir... Oh, mit eurer Tarntechnologie ist das heute nicht weit her, was? Erwischt! Toll! Ich hab mich schon gefragt, ob das noch schwerer werden kann! Schneide ihn! Runter! Ihr habt ein Problem mit eurem Flieger. Ich kümmere mich darum. Tja, ich hoffe, da haben sich nicht noch mehr Jäger getarnt, die jetzt rauskommen. Sehr gut. Yeah, we're good, baby.
Tim. Da. Du sprichst Spanisch, Spider-Man? Hör doch auf. Hab dich nicht gesehen. Nicht schlecht. So, Karte. Oh, schön. Wir bräuchten eine neue Fotoserie, die sich nur um New Yorks Musik dreht. Ihren Einfluss auf die Communities hier, ihre Großartigkeit. Das kann man kaum auf ein Foto bannen, wobei, das ist nicht übel. Wenn du mich hörst, Marco, Puppentheater interessiert mich nicht. Ich möchte nur helfen. Der Sandkristall. Ich frage Sie, was Sie wollen. Und Sie sagen bloß, die Bestie in mir. Aber so bin ich nicht mehr. Schon lange, wie ich dir versprochen habe. Marco hat Sandman für seine Tochter aufgegeben. Und Kraven hat ihn für seine Jagd rausgezwungen. Entdeckt, aber da kommen wir bestimmt später auch noch mal. Weit runter muss ich mir jetzt nicht schwingen. Das dürfte Robbie gefallen. Die Tochter meines besten Freundes hat das gemalt. Die rasen hier rum? In New York ist es verboten, beim Fahren Spaß zu haben. Bei weiteren Verkehrsverstößen müssen wir eure Führerscheine einziehen. Ist das ein Sandkristall? Die sind überall. Komm schon, gib mir doch einfach den Kristall und ich verschwinde hier. Ugh!
sorry, Leute. Aber ohne den Sandkristall gehe ich nicht. Oh. Okay, Marco. Was geht in deinem Kopf? Dann sind es nur noch 5. Ich sage, sie sollen uns in Ruhe lassen. Aber das ist ihnen egal. Sie schießen mit einem Netz auf mich. Sie versuchen, mich festzuhalten. Ehe ich mich versah, war ich satt. Ich könnte sie begraben. Ich schäme mich. Aber ich hatte keine Wahl. Ich muss zu dir zurück. Marco musste etwas tun. Ansonsten wäre es ihm ergangen wie Scorpion. Eigentlich verzerrt. Oh, Gott. Ach komm. Oh, Alter. Onkel Aaron hat Technik beim Stadion versteckt? Das Rohr sollte zum Versteck führen. Er muss irgendwas mit Strom versorgen. Noch ein Generator. Mal sehen, wohin der führt. Oh. Es gibt wohl Probleme mit dem Strom. Es muss irgendwo noch einen Kurzschluss geben. Offen. Im Dreieck, das funktioniert manchmal nicht so. Du stehst davor, aber wird im Dreieck angezeigt.
Ah, du hast mein Versteck beim Stadion gefunden. Das ist mein Liebstes. Wieso? Sagen wir einfach, ich hatte einen New York City, von dem sonst niemand wusste. Ich habe mich in den Hauptrechner des Stadions eingeklinkt und über meine Prowler-Maske Spiele verfolgt. Was? Niemals! Als säße man völlig umsonst direkt am Spielfeldrand. Vielleicht können wir diesen Prowler-Rabatt beibehalten. Also, zumindest während der Saison. Leider nicht, Miles. Wir sitzen auf den billigen Plätzen wie alle anderen. Aber die Torches sind endlich wieder gut. Darum kann Pete sich kümmern. EMS also. Was geht ab? Peter, danke für Ihre Hilfe. Hier ist eindeutig das Wachstum gestört, aber wir konnten bisher die Ursache nicht feststellen. Könnten Sie uns weiterhelfen? Danke. Klar, ja, nur noch. Es sollte den Pflanzen viel besser gehen. Irgendwas macht sie krank. Die Wasserqualität ist wichtig. Das sollte ich analysieren. Okay, meine kleinen Pflanzenfreunde. Weshalb geht es euch so schlecht? Dann schauen wir mal. Ups. Ich muss dieses Molekül identifizieren. Was haben wir denn hier? Verflixt? Okay. Sieht aus wie irgendeine Art Pathogen. Aber welcher Art? Ah, das war falsch. Zerstören. In. Das ist drehen. Mal sehen. Muss er bewegen? Ach doch, links, rechts. Keine Sorge, ich werde euch alle heilen, damit ihr die Leute ernähren könnt. Wenn du einen Atom zerstörst, werden dabei auch deine verbundenen Nachbarn zerstört. Das mache. Das? Ich hab's. Ah. Dann schauen wir mal. Ihr Stück. Fertig.
Nein, so geht's nicht. Ich liebe die Wissenschaft. Huh. Sieht aus, als befiele das Pathogen in der Regel Pflanzen im Fluss. Aber Fische sind dagegen immun. Schätze, wir haben unser Heilmittel gefunden. Splicen wir ein paar Gene. Mit ein klein wenig Gentechnik kann ich euch immun gegen das Pathogen machen. Genau wie diese Fische. Ich brauche nur ein kooperatives Exemplar. Fischchen, Fischchen, Fischchen. Wo bist du? Ich verspreche, du bist im Flossenumdrehen wieder zurück im Wasser. Kommt schon, Leute. Eure Pflanzennachbarn brauchen dringend eure Gene. Die richtige. Ich brauche eine andere. Eine perfekte Probe. Eine glitschige Probe gesichert. Jetzt muss ich damit nur noch die Pflanzen splicen. Okay, meine blättrigen Freunde, gleich fühlt ihr euch besser. Ich muss nur den GVO-Splicer anwerfen. Ich muss dieses Fischgen einsetzen. Wenn ich dieses Fischgen in eure Pflanzengene spleiße, kann ich euch Immunität gegen dieses Pathogen verleihen, wie ihnen. Mal sehen. Ich weiß, ihr versteht mich nicht, aber glaubt mir, das ist echt cool. Ihr macht unsere Gesellschaft eine Menge gesünder.
Eigentlich ganz gut. Und bei euch alles im grünen Bereich? Passt auch. Ja? Ja, dort passt auch. Pflanze. Ich muss sie alle aufreihen. Und nochmal Pflanze. Ja, passt nicht. Okay. Was jetzt? Das freut mich. Okay, damit sollte Feast arbeiten können. Ich freue mich, euch wachsen zu sehen. Bald wird es euch besser gehen. Und überhaupt, dann haben wir. Zack, oh, zack auch gerade. Jetzt, okay. Steuerung geändert hat. Ist wirklich so, die Steuerung, so wie damals? Optisch sieht es auch halt das 3HD auf dem Ende. Scheiße, ist das da? Thank you.
wie damals. Ja, ich habe gedacht, jetzt kann Konami mal zeigen, was sie können. Können ein bisschen was rausreißen. Aber nein. Na, ich verkackt es wieder. Mal sehen, was Dr. Young hier draußen vorhat. Peter, danke für Ihre Hilfe bei unseren Tests zum maschinellen Lernen. Bringen wir schnell weg. Wie damals bei der Emily May Stiftung lernen unsere Drohnen, was sie draußen tun sollen. Sobald sie bereit sind, fährt die Aufnahme fort. Okay, dann mal los jetzt. Der Test besteht aus zwei Teilen. Erst müssen Sie der Drohne beibringen, was sie anvisieren soll, um die Bienen zu schützen. Schön. Trainieren wir ein paar Bienendrohnen. Oh, und zwar möglichst bevor der Akku der Drohne leer ist. Sorry, wir arbeiten an der Akkulaufzeit. Verstanden. Also los. Jetzt sollen wir wieder hier die Dinger zerstören. Nein, danke, bienenfressende Wespen. Wer hätte gedacht, dass Ratten Bienen fressen? Bienenwölfe? Verschwindet! Erwischt. Ratten fressen wirklich alles. Der Datensatz ist komplett. Jetzt bringen Sie der Drohne bei, optimale Nistplätze zu identifizieren und zu markieren. Bienenimmobilie? Dann mal los. Achten Sie auf die Flaggen. Sie markieren ideale Orte. Ich bin wie ein Bienenimmobilienmakler. Ein Bimobilienmakler. Der Datensatz ist komplett. Die Drohne fliegt nun zurück und lädt die Daten hoch. Danke, Peter. Das dürfte gutes Material für die KI sein. Hoffentlich findet Dr. Young das auch. Ich habe so gehofft, dass Konami nach der Ankündigung vom neuen Snake Eater, wo sie gesagt haben, hier Teil 3, 1, 2, 3, dass sie das auch gleich als Master rausbringen und an die Next-Gen-Konsole angleichen. Vielleicht auch zusätzlich die Steuerung. Die können ja die alte Steuerung drinnen lassen von mir aus, aber halt auch die Möglichkeit geben, die neue Steuerung zu machen. Genau, Grafik halt verbessern, ey. Ist so schade. Dann ruht sich Konami wieder auf den Lorbeeren aus. Einfach nur altes Spiel wieder neu aufgelebt. Genau das gleiche.
Sehr enttäuschend. Die Jäger erhalten irgendwelche Lieferungen. Man kann wirklich alles. Hey! Die Spinne! Mischst du meinen Kampf auf oder ich deinen? Wir mischen das Verbrechen auf! Ich hab... Geht aus dem Weg! Ich bin gefangen! Ich schieße! Ich sitze fest! Danke! Das könnte meinetwegen zur Gewohnheit werden. Klingt nach einer guten Ausrede, um ein Spider-Mobil zu bauen. Die wollen dafür noch 60 aufnehmen? Frechheit. Mehr ist eine Frechheit. 30 Ocken, okay. Leg ein. Benny Boy, ein wunderschön. 30 Ocken, okay. Aber ey, wenn es das gleiche ist, was es auf der PS3 schon gab, ohne dass die Steuerung verbessert wurde, oder mal bei der Grafik mal ein bisschen was drüber gepackt wurde, ja, oder verbessert wurde. 30 Ocken. Gut. Du hättest mir sagen sollen, anstatt hinter meinem Rücken jemand anderen zu beauftragen. Demonstrieren ist nicht nur verfassungsmäßiges Recht in New York, sondern Bürgerpflicht. Vor allem, wenn ein multinationales Unternehmen unabsichtlich eine Biowaffe auf die Stadt losgelassen hat. Ja, das Spiel ist mega geil. War da der Endkampf? Über der Endkampf bei Teil 1. Oh, da ist noch was. Ich hoffe, einer von den Fotospots ist die Statue von Stanley. Das Schönste der menschlichen Natur zu erheben, ist unermesslich unter sie gefallen. Bei Gott, die Philosophie hat den Burschen nicht ganz zum Narren gemacht. Aber bitte, mein guter Mr. Strutt, bei all der Umwandlung von Wasser und der Oh, machst du auch Porträtfotos, Spider-Man? Ich könnte ein neues gebrauchen. Ob auf der Bühne oder im Freien, wo kann man schon sonst jeden Tag Legenden Wackeln aus Polen. Und zukünftige Legenden auftreten sehen? Leider meine letzte. Das ist echt weit weg. Zustand. Sehr schön. Die Koordinaten zeigen ein Versteck oben beim Braxton-Gebäude.
Denkt er sich das Zeug nur aus? Hast du auch genug Laser, Onkel? Da wären wir. Na, wir wären nicht. Hey Onkel, warum hast du Technik im Wolkenkratzer versteckt? Schon mal vom Braxton-Raub gehört? Nein. Ganz genau. Das war mein erster Raub als Prowler. Und auch mein erstes Mal mit einer Crew. Wir wollten dort Prototypen aus Braxtons geheimer Technikabteilung stehlen. Aber jemand hat uns alle verraten. Wer? Hab ihren Namen nie erfahren. Aber sie war gut. Ein Profi. Eine Diebin wie aus dem Bilderbuch. Ich war aber nicht sauer. Das war eine wertvolle Lektion. Langsam verstehe ich, warum du Dads härtester Fall warst. Das war gut mit dem Versteck, Junge. Hat wohl Onkel Aaron überlistet. Das schaffen nicht viele Leute. Liegen ein paar Jäger auf der Lauer. Warum ist das Tarnfeld noch nicht zurückgesetzt? Du sagtest 10 Sekunden. Die Aufklärer haben die Kabel falsch.
In meiner Stadt plant niemand einen Hinterhalt. Tut mir leid. Hat jemand was dagegen, wenn ich den Flieger zerstöre? Nein? Cool. Mist. Ausweichen bin ich jetzt nicht mehr so gut. Oh, Seminem of Shadow. Machen wir Hauptmission. Muss die Jäger stoppen, bevor sie jemanden verletzen. Eine Sperrung! Zähler passt! Bereit machen! Er kommt! Er hat den Köder geschluckt! Befreit mich! Freie Schusswaffe! In Deckung! Heilhagel! Die Jäger halten mich immer auf Trab. Wie sieht's aus? Als wäre hier geplündert worden. Perfekt, um die von Genki ausgerüstete AR-Technologie einzusetzen. Kratzspuren. Irgendeine Spur von ihr? Ich habe Kratzspuren mit Spuren von Metall gefunden. Ich prüfe, ob sie zu ihren Krallen passen. Ich muss nur die molekularen Bestandteile der Metallrückstände isolieren. Okay. Gut. Wolfram, ein Treffer. Ich hab's. Es ist sie. Spuren von ihren Schuhen. Sie muss sich beeilt haben.
Sie holte etwas aus dem Kasten an der Wand. Sieht aus wie ein Safe. Aber er ist leer. Jäger. Sollte ausreichen, um die Szene zu rekonstruieren. Sie haben angegriffen, aber sie ist geflohen. Sie sind hier schon auf der Spur. Deshalb muss die Stadt vor den Jägern gewarnt werden. Sie hätten... Halt mich auf dem Laufenden. Wow! Das muss sie sein. Und so wurde aus einer freundlichen Warnung ganz schnell eine Rettungsaktion. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Felicia kann auf sich aufpassen, aber ich habe ein schlechtes Gefühl bei diesen Jägern. Du sorgst dich um die Ex deines Freundes? Wahres Mitgefühl. Ich hab sie wohl verpasst. Irgendeine Spur von ihnen? Ich schau mich mal eben um. Was habe ich übersehen? Was ist mit den Kabeln? Noch ein Safe. Aber dieser ist verschlossen. Sie hat ihr Leben riskiert, um ihn zu erreichen. Ich muss ihn öffnen, aber er hat keinen Strom. Irgendwas fehlt noch.
Das ist die unterbrochene Stromleitung. Sie ging darunter. Es muss dahinter sein. Ich wette, der Generator ist für den Safe. Ich muss diesen Generator starten, wenn ich sie finden will. Wenn ich mein Netz mit dem Generator verbinde, kann ich den Safe öffnen. Den Strom wiederherstellen. Vielleicht mit dem beschädigten Kabel. Es muss einen Weg geben, diese Knoten zu verbinden. Ah. Sieht gut aus. Fast geschafft. Das war's.
Ich bin drin. Paris. MJ, kannst du Französisch? Die Uhr. Nicht ein Wort, ja, gut, aber schick's mir mal. Okay. Hier ist eine Bedienungsanleitung für einen Stab von Watoomb. Watoomb? Hm. Ich mach mich mal schlau. Eine Sekunde. Oh, Wanda. Jäger. Was auch ihr Ziel ist, ich muss hinterher. Laut einer Übersetzung des mystischen Arcana ist dieser Stab alt. Und ich meine, vor unserer Zeitrechnung alt. Angeblich kann sein Träger damit Portale erschaffen, die ihn an jeden nur möglichen Ort bringen. Wie Magie? Wenn sie so etwas in die Hände bekommt. Ich wüsste, was damit anzustellen. Miles, halten wir uns an den Plan. Sind in Position. Sie gehört uns. Dr. Strange. Sie ist definitiv da drin. Ich muss die Jäger loswerden. Was auch immer dieser Stab macht. Er ist hell. Das gefällt mir nicht. Was hat sie vor? Wir sollten das Sanctum Sanctorum stürmen und sie rauszerren. Ah, sie wird zu uns kommen. Jeder Ausgang ist gesichert. Craven wird dir die Haut abziehen.